Oh no, ich wollte nachher nochmal fragen. Scheiße. Digga! Ich verpiss mich! So, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir drei gruselige Horrorspiele Nummer 2. Und das erste Spiel, was wir spielen werden, nennt sich Tekke Tekke Moonlit Dread. Was quasi ein Spiel ist, wo wir einen Online-Artikel lesen über anscheinend etwas nichts Gutes. Dann wollen wir einkaufen gehen und dann sind wir in diesem Laden eingesperrt. Und was dann passiert, habe ich keine Ahnung, aber anscheinend ist es auf Deutsch. Also, Leute, das ist weird, okay? Es ist komisch, Indie-Games auf Deutsch zu sehen, aber ich weiß es zu schätzen. Ja, Deutsch. Keine Ahnung, was da los ist, aber hey, ich weiß es zu schätzen. Danke dafür. Nun, das ist eine Serie bei uns, falls ihr den nicht kennt, wir spielen drei Horrorspiele aus dem Internet, die allerdings nicht so lang sind. Es sind zwar drei Horrorspiele, aber das Video wird dann nicht irgendwie 5 Stunden gehen oder so, weil die Spiele, ich schaue extra danach, dass sie nicht länger, meistens als 20 Minuten gehen, so dass wir es quasi in einem Video schaffen können. Und das sind drei weitere. Die anderen zwei kommen noch. Ich habe mir die schon rausgesucht, aber wir besprechen sie danach, was da passiert. Aber ja, das ist momentan das populärste auf itch.io, was quasi die beste Webseite eigentlich ist für Indie-Horror-Entwickler. Und hey, es ist schon mal eine positive Überraschung, dass es auf Deutsch ist. Deswegen, ich meine, wenn sich jemand schon mal die Mühe macht, ganz ehrlich, ich glaube, ich spende ihm gleich ein bisschen Geld, okay? Weil ich respektiere das mega. Ich meine, ich mag es auf Englisch, so ist es nicht. Aber es ist ein cooles, kleines Detail. Ich sag's mal so. Aber gut, lass uns aber beginnen und gucken, ob sie gut sind. Ich kann euch nichts versprechen übrigens, dass die irgendwie gut sein werden oder so. Aber ich gehe mal davon aus, das eine oder andere wird schon ziemlich gut sein. Das eine oder andere könnte auch ein bisschen Müll sein. Man weiß es nie, das werden wir dann sehen. Also lasst mal rum, da und abonniert für den Algorithmus, um nichts mehr zu verpassen natürlich. Und checkt mal Partner in der Beschreibung ab für sehr günstige Spiele. Sehr, sehr günstig. Okay, starten. Bisschen komischer Name für das Spiel. Muss man einfach mal so sagen. Oh, erledigt. Digga! Was ist das? Oh, meine Maus, Hilfe! Digga, kann ich vielleicht... Stopp. Empfindlichkeit? Kameraempfindlichkeit. Ja, ganz nach oben. Ganz nach oben. Lesen. Mysteriöser grausamer Vorfall, Mann ausgeweidet gefunden. Asahikawa, Japan. Ein Mann wurde mit seinem Körper in zwei Hälften geschnitten, nahe dem Bahnhofsbereich von Asahikawa City gefunden. In einem schockierenden Vorfall, der Polizei ratlos gemacht hat. Der Tatort wurde von einem Passanten entdeckt, der letzten Freitagabend ein seltsames Geräusch hörte. Das Opfer sah aus, als wäre es mit einer Axt gehackt worden und Blut war überall. Die Polizei sperrte den Tatort ab und ermittelte, aber sie haben keine Hinweise oder Zeugen gefunden, die erklären könnten, was passiert ist. Einige Leute haben vorgeschlagen, dass dieser Vorfall mit der urbanen Legende von Tekke Tekke zusammenhängen könnte. Einem Geist einer Frau, die von einem Zug zwei Hälften geschnitten wurde und nun die Bahnhofsbereiche heimsucht. Sie bewegen sich, indem sie ihren Oberkörper mit ihren Händen zieht und macht ein Tekke-Tekke-Geräusch und schneidet jeden, der sich sieht, in zwei Hälften mit einer Sense oder einer Sichel. Unfassbar. Wie könnte das passieren? Lesen? Achso. Also, okay. Ja, genau, das haben wir schon gelesen. Was soll ich machen? Kann ich irgendwie... Okay, das ist ein bisschen merkwürdig, das zu steuern. Habe ich das schon gelesen, oder nicht? Kann ich vielleicht hier... Ah. Erinnerung, Lebensmittel einkaufen. Ich hatte fast vergessen, Lebensmittel einzukaufen. Okay, jetzt ist die Empfindlichkeit doch ein bisschen zu hoch. Ja, ist okay, kann man machen. Wieso bin ich so langsam? Digga? Wieso bin ich so langsam, Digga? Digga, kannst du nicht gehen, oder... Eh rausgehen. Ach, Moment. Ich muss die Einkaufsliste mitnehmen. Ja, wieso bist du so langsam? Mein Controller ist auch angeschlossen. Vielleicht sollte ich den mal rausziehen oder so, aber... Das ist ein bisschen weird grad. Digga, wieso bin ich so... Ich bin wortwörtlich wie eine Schnecke. Und ich kann irgendwie... Duck ich mich oder... Das hier nicht. Digga, ich kann mich nicht bewegen. Das pisst mich so ein bisschen an gerade. Okay, da ist sie ja. Okay, Milch, Olivenöl, weißer Reis, Instant Ramen, Müsli, Teebeutel, Knabberzeug, Geschirr, Spül. Okay. Bitte, ich kann schneller gehen jetzt. Das, yes! High five! Oh mein Gott! Okay. Instant Ramen, respektiere ich. Genau, das Bild habe ich gesehen von diesem Laden. Und da wusste ich schon, ich will das Spiel spielen. Ich liebe halt diese PlayStation 1 Grafik, ne? Ich feiere die. Okay, ich habe jetzt doch das Licht ausgemacht. Einfach, weil ich denke, das könnte
eine etwas bessere Atmosphäre sein. Für mich zumindest. Okay. Genau, dieses Bild habe ich gesehen von diesem Laden. Ich meine, ich liebe Ramen, aber ich würde lieber in ein Restaurant gehen und da Ramen essen. Weil ich glaube, auch ein Instant-Ramen ist nicht so das beste Zeug drin. Deswegen esse ich das nicht so sehr, auch wenn es lecker schmeckt. Ja. Digga, wieso ist es so laut? Ach so, die Polizei. Kann ich mit der reden? Okay, ich sehe dich. Warte mal. Teebeutel. So, hallo. Teebeutel haben wir. Hier mal alles reingekommen. Nichts Außergewöhnliches. Olivenöl. Wie viel Olivenöl? Nein, okay. Kein Korb. Die haben immer so ein. Genau, ich glaube, das haben die öfter. So eine Toilette. Haben das alle? Digga, du bist gruselig. Okay. Müsli. Anscheinend leuchtet das so. Oh, was ist das? Milch. Oh, zwei Milch, natürlich. Weißer Reich in seinem Namen, Klammerzeug, Geschirr, irgendwas. Hier vielleicht irgendwas, oder? Ich feiere die Grafik, ne? Also, ist halt einfach cool. Einfach nur geil, Leute, was soll ich sagen? Nächstes Jahr mache ich ja... Ich will es nicht Urlaub nennen, aber Urlaub in Japan. Digga! Digga! Sprechen. Warum folgen sie mir? Ja, das frage ich mich auch gerade. In der Nacht, während die Geschichte der alten Frau war. Lauf, junger Mann. Digga, bist du dumm oder was? Ich muss noch zu Ende einkaufen, ja? Ich werde noch zu Ende einkaufen, Leute. Weil darum. Okay, wo soll ich das andere Zeug finden? Reis und was noch? Irgendwie haben die das hier irgendwie nicht, oder? Warte mal. Weißer Reis? Knabberzeug. Knabberzeug ist bestimmt hier oder nicht? Nö. Hier sind, ich glaube, Zigaretten. Aber was ist das hier? Nix. Knabberzeug? Digga, irgendwie... Ich kann nicht einfach nach Hause gehen, Leute. Ah. Nice. Okay. Weißer Reis und Guten Abend, junge Dame. Haben Sie von dem Tekke-Tekke-Vorfall gehört? Nein, habe ich nicht. Tekke-Tekke. Meinen Sie die Urban Legend? Ja, genau die. Sie sind jung, daher sind Sie vielleicht nicht informiert. Aber anscheinend ist diese Legende in letzter Zeit zur Realität geworden. Es ist äußerst beängstigend. Moment mal, wirklich? Was ist passiert? Heute Nacht, genau hier in dieser Stadt. Wenn sie auftaucht, werden sie nicht entkommen. Seien Sie vorsichtig, junge Dame. Seien Sie vorsichtig. Digga. Das ist weird. Digga, ich brauche noch zwei Sachen. Weißer Reich und Spülmittel. Aber das ist das Ding. Deswegen gehe ich so gerne und ungern in neue Supermärkte, weil ich da nichts finde. Nie. So, wie soll man bitte klarkommen? Hier gibt es Millionen. Obwohl, dieser ist noch relativ klein, aber manche Läden sind deutlich größer. Digga, sie ist weg. Digga. Sie ist weg. Hallo? Ist sie auf Klo? Okay, Digga, sie ist aber weg. Ich kann leider die letzten zwei Sachen nicht finden. Ich weiß nicht, ob das dazugehört. Aber ich schaue mich hier schon um. Ist sie da noch? Nö, sie ist wirklich weg. Okay, jetzt habe ich wirklich überall geschaut. Also, ich finde es einfach nicht. Nee. Nee? Ich habe überall nachgeschaut jetzt. Und sie ist auch nicht mehr da. Und ich habe eine Ausdauerleiste. Scheiße. Ich kann leider nicht so viel machen. Ich könnte aber mit dem Zeug weggehen. Würde sie nicht interessieren, weil sie ist ja nicht da. Aber ich würde schon gerne bezahlen, bin ich ganz ehrlich. Aber was soll ich machen, wenn halt niemand da ist, ne? Ja gut, dann, keine Ahnung, ist halt problematisch. Ich kann auch nicht da rein. Verständlicherweise, man sollte auch nicht als Kunde reingehen, aber ich meine ja nur. Mal checken, ob mit der alles okay ist oder ob sie so viel Schiss hatte, dass sie einfach abgehauen ist. Ah, Digga. Okay, wie finde ich das nicht?
Ich bin verwirrt, Leute. Also kann ich doch die letzten Sachen finden. Gut, jetzt nur noch der weiße Reis. Da ist so ein kleines Leuchten, was uns ein bisschen hilft, das zu finden. Oh, Digga. Ey, Leute, also, ihr könnt mir nichts erzählen? Spülmittel, ach so. Das ist halt gar nicht so einfach zu finden, okay. Oh. Das war komisch. Zahnpasta hier, glaube ich. Okay. Ich habe das Gefühl, Spülmittel könnte neben Zahnpasta sein. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Digga, eine letzte Sache. Wo ist das Problem? Ach so, wir haben alles. Geschirrspülmittel. Oh Gott, Digga, ich suche die ganze Zeit. Ich denke mir so, irgendwas fehlt, aber das ist halt einfach, ja, Platz hat einfach gefehlt. Muss ich das hier finden, um meine Rechnung zu begleichen? Okay, Digga, ich war die ganze Zeit am Suchen. Ich dachte mir, habe ich irgendwas übersehen oder... Oh. Okay. Irgendwie sehen diese Läden sehen immer so ähnlich aus von innen. Kann das sein? Immer sehen die sehen voll ähnlich aus. Hallo? Entschuldigung, was machen Sie hier? Es tut mir leid. Ich bin hier, um meine Rechnung zu begleichen. Verstehe. Warten Sie einen Moment hier. Ich komme gleich zurück. Bitte kehren Sie zurück in den Laden. In Ordnung, ich gehe zurück. Meine Katze lenkt mich gerade ab. Sie miaut. Digga? Oh mein Gott. Oh, das ist crazy. Krankenwagen vielleicht? Hallo? Okay, ich gehe einfach rein, bezahle die Rechnung und tun so, als hätte ich nichts gesehen. Ja, Spaß. Okay. Digga, das ist... Oh, da ist sie ja. Tue ich jetzt einfach so, als wäre nichts geschehen oder was? Guten Abend, ich möchte das hier bezahlen. Guten Abend. Wollen wir nicht drüber reden, was gerade passiert ist? Oder was ist hier los? 2750 Yen. Was ist mit dieser alten Dame los? Oh, diese alte ist etwas eigenartig, denke ich. Nacht erzählt sie auf merkwürdige Geschichten. Merkwürdige Geschichten in der Nacht? Hier ist ihr Wechselgeld. Danke. Cool. Dann. Oh no. Oh no. Ich höre jetzt einen Zug. Hilfe? Digga, ich werde das Glas einschlagen, glaube ich. Oh Gott, jetzt beginnt's. Na, alles klar, Digga. Was ist das? Untersuchen. Zugfahrkarte. Cool. Taschenlampe wäre echt hilfreich. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Digga, es ist gruselig. Schließen. Digga. Ich höre welche komischen Schritte. Cool, danke. Schiff zum Rennen. Ich werde kurz warten. Digga, ist das creepy. Okay, ich gehe dann mal nach Hause, ne? Oh. Ich will mal nicht zu viel rennen, weil ich hätte gerne Ausdauer für... Ihr wisst schon. Ich habe Kopfhörer, ich sollte wissen, wo sie herkommt. Oh, da ist das Ziel. Ich war gar nicht so lange eingesperrt. Warte mal, wer ist da gestorben? War das die Kassiererin? Oh no, ich wollte nach ihrer Nummer fragen. Scheiße. Oh, Digga! Ich verpiss mich! Oh, Digga! Ende 1 von 2. Will ich wissen, wie ich das andere Ende bekomme? Eigentlich ja. Digga, das war richtig crazy. Übrigens, alle Spiele sind verlinkt, wenn du sie selbst spielen willst, was du bestimmt nicht willst. Ich würde noch gerne das andere Ende bekommen, aber ich weiß nicht wie. Oh, wir können einfach weiter. Oh, wow, okay. Also, was passiert ist, das war die Frau. Ja, okay.
Alles klar. Es wird wieder dunkel. Ich habe nicht alles gesehen und nicht alles beobachten können. Deswegen bin ich eigentlich ganz dankbar. Öffnen. Ah, okay. Jetzt können wir vielleicht irgendwas erkennen oder so. Oder auch nicht. Ja. Oh. Es kommt von oben. Das habe ich auch nicht gesehen. Einfach nur eine Zugfahrkarte. Cool. Oh. Aber das ist halt das Gruselige, wie schnell die ist, oder? Das ist halt crazy, Digga. Okay. Ich glaube, das sind ihre Sounds von der Kassiererin. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, sie ist das. Aber rennt sie hier lang oder was passiert? Oh mein Gott. Digga, diese, also das Spiel ist echt. Ich meine, wir spielen hier das Beste, obwohl man will, ich will nicht sagen, dass es das Beste ist, nur weil es, oh mein Gott, sie rennt raus und sie ist tot. Wow. Okay, Digga, warte mal. Ich habe eine Idee, was wir tun. Ich glaube, das Auto ist jetzt zerstört. Aber es gibt hier noch eine Leiter. Und der Hintereingang. Hintereingang. Digga. Oh. Für welches Auto aber? Warte, kann ich hier raus? Scheiße. Okay, wahrscheinlich für das Auto, was draußen ist, oder? No. Digga. Bitte, bitte. Digga? Auch wenn ich nicht glaube, dass es uns schützen kann, aber wer weiß. Wow. Sag mal bitte, das ist das Ende. Oh, yes, cool. Ich würde sagen, jetzt können wir zum nächsten Spiel gehen. Okay, dieses hier nennt sich Irgendwas ist im Brunnen. Keine Ahnung, was da geht. Option, V-Sync an, Fullscreen. Sollte in Ordnung sein, neues Spiel. Gott, es ist laut. Okay. Irgendwas ist in einem Brunnen. Wo leben wir? Oh. Digga, cool. Ah, ist es ein Hund oder eine Katze? Ein Hund, okay. Sieht aus wie ein kleiner Dobermann oder so. Ich gehe da nicht raus. Digga, das ist ein Horrorspiel. Du gehst da besser raus. Du machst besser, was ich dir sage. Okay. Ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich die Geräusche hören. Oh! Digga? Achso. Ah. Was? Okay, nee, ich lasse es lieber aus. Oh! Ja, irgendwas macht sie fertig. Ja, was hier aber? Digga, was ist dieses Klopfen? Er lebt alleine, Digga. Er will nicht rausgehen. Ich kann es verstehen. Was ist hier los? Ach so, es ist 23:49. Hä? Hund? Hund? Digga? Kann ich auch die andere Tür öffnen, oder? Okay, gehen wir hier raus. Digga, okay, man kann wirklich... Ich liebe die Grafik, Alter. Anscheinend, wenn wir irgendeinen Brunnen finden. Ich finde Brunnen ja auch ziemlich gruselig. Wollte ich nur anmerken. Einfach so tief und... Oh my God, Digga. Nein. Oh, wie kamen wir überhaupt runter? Okay. Das soll sehr kurz sein übrigens. Auch anscheinend mit zwei Enden. Ob ich die beiden Enden bekommen will, weiß ich noch nicht. Guck mal, wie dunkel es ist ohne. Wir sehen nur ein bisschen Wasser. Das ist halt eine dieser Spiele, die... einfach so Jumpscare perfekt sind. Perfekt für Jumpscares. Das mag ich nicht. Okay, jemand hier? Hier, hier, hier. Jemand hier? Hier, hier, hier. Was ist, wenn ich einfach Licht ausmache? Gut, dann nicht wahrscheinlich gegen die Wand, obwohl... Ich mag das. Das war der Ausgang?
Oh mein Gott. Okay, 23.49. 1983. Natürlich ist es hier eine Kirche mitten im Nirgendwo. Wir beten eine Runde. Lieber Gott, bitte lass meinen Hund am Leben. Kann mir keiner sagen, aber das ist ein gutes Gebet. Okay, Digga. Oh mein Gott. Natürlich, doch, das sind bestimmt keine Leichen oder so. Nein, nein, Leute, das würden niemals Leichen sein. Wehe, mein Hund ist tot, dann bin ich aber richtig angepisst. Nice. Nein. Das ist nicht mein Hund, oder? Digga. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich habe doch genug gesehen jetzt, oder etwa nicht? Wahrscheinlich macht es gleich wieder psst. Okay. Und dann sind wir irgendwo ganz anders. Nein. Geh runter, geh runter. Ich kann nicht runter. Hä? Digga, wie lebst du noch? Ich verstehe halt gar nichts. Achso, die Kamera ist nur dort. Aber niemand, der diese hält. Wow. Keine Körper wurden gefunden. Polizei hat nur die Kamera gefunden. Und haben es als unnötig empfunden. Nutzlos, meine ich? Als nutzlos empfunden. Das ist merkwürdig, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie wir das zweite Ende bekommen. Das war aber ein sehr, sehr kurzes Spiel. Okay, wir gehen nochmal zurück. Anscheinend soll es, ich habe mich nämlich informiert, Statuen zu finden geben. Da ist eine. Eins von fünf Hundestatuen. Und die sollen irgendwie überall sein. Und ich denke, ich werde die mal suchen. Damit wir das andere Ende auch noch bekommen können. Weil es soll sehr speziell sein, das Ende. Und ich würde es gerne sehen. Okay, also sobald man wirklich diese Statuen... Ich weiß nicht, ob es eine oder ob man alle fünf sammeln muss. Da bin ich mir halt nicht so wirklich sicher. Aber wenn man die alle findet... Okay, er ist weg. Ja, Digga, aber wenn ich rausgehe... Warte, vielleicht ist ja sogar... Oh, wow. Okay, ich glaube, wir haben sie gefunden. Krass. Zwei von fünf. Gibt es hier noch weitere oder ich bin mir nicht sicher, Leute? Okay, gehen wir jetzt mal raus und wenn ich eine finde, dann bell ich. Spaß. Also vielleicht bell ich. Mal schauen. Da ist noch eine. Digga, krass. Okay, ich hoffe, die letzten zwei können wir unten finden im Brunnen. Weil wenn nicht, dann haben wir so ein bisschen die... Oh, nice. Easy und jetzt die letzte. Oh, bitte sei nicht so schwer. Bitte. Ja gut, aber es ist ein bisschen Glück, oder? Digga, das ist das... Ja, guck mal, ich... Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin bin, ne? Das ist ein bisschen Glück auf jeden Fall. Oh, no. Ich weiß nicht, wohin ich renne. Ich weiß nicht, wo es ist. Das ist nicht gut, Leute. Hier vielleicht? Nein, scheiße. Nein! Jetzt bekommen wir das Ende nicht. Ich kann neu starten eigentlich, oder? Ja. Scheiße. Aber das könnte auch hier der letzte sein. Oh! Also wir erscheinen hier. Und dann müssen wir uns einfach umdrehen. Ich habe das Spiel neu gestartet dafür. Ach du Scheiße. Okay. Nur jetzt haben wir alle. Und jetzt sollte sich alles ändern. Also wir sollten jetzt ein anderes Ende bekommen. Okay, hier ist nichts. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber es soll... Nein. Oh, no. Oh. Digga, das sah merkwürdig aus. Okay, das ist anders. Oder? Oh. Das ist auf jeden Fall anders, hundertprozentig. Sieht aus wie ein Esel so ein bisschen. Natürlich UFOs, cool. Okay. Ich werfe nur meinen Hund zurück, mehr will ich gar nicht. Ich sag auch niemandem, dass ihr existiert. Auch wenn wir es alle wissen, dass ihr unter uns seid. Ist das mein Hund? Digga? Ne, es sind verschiedene Hunde. Bark, bark. Hey, Buddy.
Digga! Was ist das für ein Ende, bitte? Mein Hund ist in Wirklichkeit... Hunde sind Aliens! Ja, das will uns das Spiel damit sagen. Okay. Das ist wunderbar. Oh. Wie cute. Digga, das war's? Welcher ist meiner jetzt? I placed diagonally from the other dog, so it'd be harder to notice. Ach so, das ist dasselbe Modell. Und die HR hat es quasi hierhin getan, damit man nicht erkennt, dass es wiederholt. Apologies for my other. Da keine Dusche. Oh mein Gott, let's go. Ach so, ich sollte einmal mit dem reden. Willst du mich auf den Arm nehmen? Und jetzt? Digga, willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist so ein Trollende einfach. Okay, cool. Das war anscheinend das zweite Ende. Gut, in diesem Spiel sind wir eine Mutter, es heißt The Mimic, und da müssen wir unser Kind beschützen. Und es soll sehr merkwürdig sein. Es gibt übrigens zwei Enden hier ebenfalls, ein schlechtes und ein sehr schlechtes Ende. Das ist irgendwie ein bisschen witzig. Also, ja. Kein gutes Ende, Leute. Kein gutes Ende für uns. Digga. Also diese Grafik ist halt richtig gruselig, ne? Es sieht halt zu kontrastreich aus irgendwie. Aber akzeptiere ich. Mimic. Die Spiele werden halt auch immer komischer einfach, ne? Einfach immer viel, viel komischer. Bin ich das mit meinem Sohn oder was ist da los? Okay, cool. Wo ist mein Sohn? Ich habe auf dem Bild gesehen, wie er mein Sohn... Was? Digga, hör auf, weird zu sein. Ist das so ein bisschen so wie dieses eine Spiel mit dem Hasen? Wo wir uns verstecken müssen. Was eigentlich nochmal replayen könnte, theoretisch. Küche, cool. Ich hasse das, ne? Ich würde niemals eine Uhr in meiner Wohnung aufhängen. Badezimmer, nice. Ist ein ganz großes Haus. Crazy, ja. Oh mein Gott. Ab mit dem Kind, ab mit dem Kind. Weg mit dem Kind, weg mit dem Kind, weg. Ich habe wieder geträumt, dass ich auf den Boden gefallen bin und irgendwas hat mich unter mein Bett gezogen. Mom, ich will nicht, dass Horoshio mich mitnimmt. Ich bin sehr durstig. Kannst du mir Wasser mitbringen? Okay. Das ist ganz schön leeres Zimmer, ne? Und ein bisschen gruselig mit diesen Zeichnungen. Digga, ich weiß nicht, also... Es ist halt... Wieso bist du so? So... Soll ich ihm Klowasser geben? Das wäre witzig. Oh... Mysteriöse Verschwinden von Kindern. Macht Panik in einer kleinen Stadt. Mehrere Eltern haben ihre Angst und ihre Verzweiflung gesagt, geäußert. Figur mit roter Maske. Sie nennen die Figur als ängstlich und sinister. Und es kreiert eine Atmosphäre, paranoia Atmosphäre. Die Untersuchung geht weiter. Okay. Und in der Zwischenzeit gibt es ganz viel Spekulation, Gerüchte. Alles klar, cool. Also wir leben in einer kleinen Stadt oder so. Digga. Okay, das ist creepy. Das ist kaputt. Haben wir Wasser hier? Digga, ist da Wasser drin oder nicht? Warte, ich schon mal Wasser aus der Toilette. Okay. Nice, sollte gut genug sein. In Deutschland ist ja das Wasser ganz cool und gesund. Da war irgendwas. Digga? So als würden da Menschen stehen oder so. Mutter. Ich denke, er ist in meinem Schrank. Kannst du checken, bitte. Niemand da. Ich will nicht alleine sein. Er wird mich mitnehmen, wenn ich alleine bin. Digga, du bist gruselig. Kannst du mir Ravioli mitbringen? Ich vermisse ihn.
Ravioli. Okay. Das ist zum Beispiel so ein Spiel, das würde ich wahrscheinlich nie als einzelnes Spiel spielen. Ist das Ravioli? Ja. Ich würde es um diese Uhrzeit nicht öffnen. Sehr gute Idee. Ist das Ravioli, Boli? Hier hast du Ravioli. Was ist für eine Musik? Ich fühle irgendwas hinter meinen Augen. Er schaut zu, Mutter. Er schaut aus den Schatten zu, Mutter. Die, seine Füße berühren niemals den Boden. Ravioli ist sehr einsam ohne Camionetta. Bring mir Camionetta. Digga? Ist Camionetta dein anderes blödes, dummes Spielzeug? Ach, Kinder, Alter. Okay, wo ist... Also, ich denke... Okay, kannst du aufhören? Okay, ich habe jetzt keine Zeit, um was zu lesen. Lass mich in Ruhe. Gott. Wo ist Camionetta? Ja, ist es hier warm oder was ist hier los? Ich weiß nicht, wo Camionetta ist. Ist das ein sehr schlechtes Ende, das man bekommt, wenn man zu langsam ist? Okay. Sorry. Ich weiß nicht, wo verdammte Camionetta ist. Ah. Okay, cool. Der Flur ist aber auch extrem lang, kann das sein? Hä? Er ist hier. Ich spüre, wie er hier ist. Er ist genau hier. Lass ihn jetzt ins Haus. Die Fenster sind offen. So. Die anderen auch, oder wie? Okay, das ist zu. Oh mein Gott. Zu. Okay, ich glaube, wenn wir es schaffen, das zuzumachen. Okay. Sollten wir gut dabei sein. Das ist ein schlechtes Ende, oder? Oder sehr schlechtes Ende. Sehen wir gleich. Gott, ist das dunkel. Oh mein Gott. Mutter. Ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche auch nicht meine Augen, um zu sehen. Ich wurde Dunkelheit. Horatio ist hier. Und er wird mich mit ihm nehmen. Alles klar. Läuft. Also, ist es jetzt das schlechte Ende oder das sehr schlechte Ende? Das ist meine einzige Frage gerade. Bitte ist das schlechte Ende. Da kann ich nämlich die Fenster offen lassen und wir können das sehr schlechte Ende bekommen. Oder ich bekomme einfach gar kein Ende mehr, weil ich zufrieden bin damit und dieses Spiel gruselig ist. Und auch komisch. Okay. Was hat das überhaupt gebracht, die Fenster aufzumachen? Irgendwie gar nichts, oder? Vielleicht hätte ich schneller sein müssen oder so. Na gut, ich schaue nochmal das andere Ende. Ja, das wird interessant. Ich mag nicht, wie das Spiel aussieht übrigens. Es ist nicht, gar nicht, ich finde es viel zu kontrastreich, aber ich meine, wir bekommen schon zwei Ende. Das ist nicht das längste Spiel, also wieso nicht. Genau, für das nächste Ende müssen wir diese Sachen einsammeln. Die sind irgendwo versteckt. Ah, was steht hier? Kühlschrank, was ist das? Dusche. Okay, ja, das sollte man finden, die sind jetzt nicht so groß. Aber wenn, ich glaube, das waren, weiß nicht wie viele. Nice. Okay. Hier ein letzter? Yeah, okay, cool. Ich habe Angst, Mutter, kann ich mit dir schlafen? Nein. Das Kind muss lernen, in seinem eigenen Bett zu schlafen. Oh nee, das ist falsch. Ich glaube, da müssen wir nicht hin. Für das andere Ende. Vielleicht hier? Ja. Cool, cool. Und dann, okay. Mein Kind ist tot und wird niemals zurückkommen. Und alles meine Schuld. Ich war eine grausame Mutter und ich habe mich nicht umgekümmert. Egal wie hart es ist. Jetzt bin ich hier verloren. Ich träume, dass er mit mir immer noch ist. Ich kann niemals damit umgehen. Ich werde es jetzt beenden. Okay, cool.
Digga. Das ist crazy. Also, das ist gemeint mit schlechtes Ende und sehr schlechtes Ende. Jetzt weißt du's. Geheimes Ende. Crazy. Okay, cool. Das war's für drei gruselige Spiele. Für mehr davon, lasst mal oben da abonnieren, kommentiert, für den Rhythmus, check meinen Partner in der Beschreibung auf für sehr ganz gute Videospiele und ich sehe dich im nächsten Mal wieder. Bye!